Als nächster Redner erhält das Wort für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Norbert Kleinwächter. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, werter Herr Kollege Audrich. Also, was die Koalition wirklich vorhat, das haben Sie ja gestern an dieser Stelle, an diesem Pult wörtlich ausgesprochen. Wir ermöglichen Millionen von Menschen, wenn sie zu uns kommen, die Möglichkeit, ganz direkt in unsere Sozialsysteme zu kommen. Das haben Sie gesagt. Und wenn, ehrlich gesagt, die Bundesregierung das als Selbstauftrag versteht, dann kann ich auch durchaus nachvollziehen, warum sie sämtliche Schutzmechanismen unserer Sozialleistungssysteme aushebelt. Die Ukrainer kommen direkt in Hartz IV. Die Vermögensprüfung ist ja ausgesetzt. Frau Kramer hat es erwähnt. Und jetzt geht es eben auch den Sanktionen nach Verstößen an den Kragen. Das bedeutet ganz konkret nach Ihren Vorstellungen, dass ein Leistungsempfänger, der beispielsweise eine geeignete Stelle ablehnt, dem passiert genau nichts. Wenn er ein Bildungsangebot ablehnt, dann passiert ihm nichts. Wenn er Vermögen bewusst beiseite legt und verschleiert, dann passiert ihm nichts. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich finde es nicht in Ordnung, wenn in diesem Fall nichts passiert. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn ich mir dann anschaue, dass wenn er einen Termin verschläft, Meldeversäumnis, eine 10-prozentige Sanktion auf sein Hartz IV kommt, dann, Frau Kramme, muss ich Ihnen ganz ordentlich sagen, dann hat es Ihnen bei der Gesetzgebung ein bisschen das Maß verzogen. Das ist nicht in Ordnung. Werte Kolleginnen und Kollegen, unser Sozialsystem ist für die bedürftigen Menschen da und das ist auch gut so und richtig so. Und ein Großteil der Sozialleistungsempfänger, die machen das bei Gott nicht aus Spaß, sie sind auf die Hilfe des Staates angewiesen. Und deswegen haben wir auch eine Verpflichtung diesen Menschen gegenüber. Nämlich die Verpflichtung, unsere Sozialleistungssysteme langfristig tragfähig zu erhalten. Das ist der Auftrag an uns. Und wenn wir über Sanktionen sprechen, dann müssen wir natürlich auch erwähnen, dass die Sanktionen, wie sie bisher existiert haben, oft auch ungerecht waren, gerade den bedürftigen Menschen gegenüber. Da wurden ihnen Stellen angeboten, die ganz uninteressant waren. Da wurden ihnen Bildungsangebote unterbreitet, die völlig unnütz waren. Und wenn sie gesagt haben, nein, das bringt mir nichts, dann wurden sie sanktioniert. Das ist das Ergebnis der Agenda 2010 von Schröder gewesen, von Rot-Grün gewesen. Und das war falsch. Und das müssen wir korrigieren. Aber im Umkehrschluss zu sagen, wir streichen jetzt mal alle Sanktionen. Wir sagen, es ist uns egal, ob du dich bemühst, es ist uns egal, ob du auf den Steuerzahler auf der Tasche liegst. Das gefährdet nicht nur die Tragfähigkeit unserer Sozialsysteme, werte Kolleginnen und Kollegen, das ist auch ein Hohn. Das ist ein Hohn all denen gegenüber, die jeden Tag in der Früh um 5 aufstehen, zur Arbeit gehen, ja, am Abend todmüde heimkommen und am Ende des Monats auf dem Gehaltszettel, weil sie so hohe Steuern zahlen müssen, kaum mehr haben als derjenige, der Sozialleistungen bezieht. Und die sich dann natürlich bei einer Sanktionsfreiheit ganz offen die Frage stellt, sag mal, warum mache ich das eigentlich? Und es ist auch ein Hohn denen gegenüber, die jeden Tag in der Früh um 5 gerne aufstehen würden, die gerne zur Arbeit gehen würden, den bedürftigen Menschen gegenüber, die aus irgendwelchen Umständen, weil sie keine Stelle finden oder aus anderen Umständen das nicht können. Das ist auch ein Hohn denen gegenüber, werte Kolleginnen von den Grünen, weil sie nämlich im Volksmund dann in einen Sack gepackt werden, die Bedürftigen mit denen, die ganz offen sagen, oh, ich kriege ja keine Sanktionen, ich bleibe jetzt mal auf meiner Couch und kiffe. Und das, meine Damen und Herren, das ist ein Hohn den bedürftigen Menschen gegenüber, wenn das passiert. Das Bundesverfassungsgericht hat uns nicht aufgetragen, alle Sanktionen auszusetzen oder abzuschaffen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns an die Verhältnismäßigkeit erinnert. Das bedeutet, dass Sanktionen verhältnismäßig mit den Pflichtverletzungen sein müssen. Übrigens kann eine Ablehnung des Jobs auch eine komplette Kürzung bedeuten. Und deswegen sagen wir ganz offen, meine Damen und Herren, wenn Sie Millionen Menschen ins Land holen wollen, Herr Audrich, dann ist das der falsche Weg. Unsere Sozialsicherungssysteme haben nicht die Ressourcen, haben nicht die Kraft für Ihre Ideologie. Haben Sie herzlichen Dank. Der Kollege Audrich wurde jetzt zweimal namentlich genannt, deswegen erlaube ich eine Kurzintervention. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Jetzt habe ich das Mikro. Vielen Dank. Was wir gerade gesehen haben, ist ein Muster, was wir von Seiten
der AfD immer wieder sehen. Zum einen das ewige Vermischen von Themen und egal über was man spricht, es wird immer Hass und Hetze gegen Geflüchtete ausgepackt. Jedes Mal und auch heute wieder. Und der zweite Teil ist, den Sie ausbreiten, ist jedes Mal eine erstaunliche Faktenfreiheit. Wenn man sich anschaut, was wir machen, dann ist es die Situation behandeln, in der ganz viele Menschen im Asylbewerberleistungsgesetz sind und keine Chance haben, da rauszukommen, weil es keinen Prozess gibt. Und das, was wir jetzt tun, ist, ihnen das Sozialgesetzbuch 2 und das Sozialgesetzbuch 12 zu öffnen, weil sie dann die Möglichkeit haben, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, weil sie dann die Möglichkeit haben, Unterstützung zu bekommen, Schulungen zu bekommen, Weiterbildungen zu bekommen. Und das Ziel an dieser Sache ist, dass die Menschen, die jetzt hier sind, Teil unseres Arbeitsmarktes werden. Und gehen Sie mal da raus, schauen Sie mal bei den kleinen Betrieben, die brauchen alle Fachkräfte. Und wir haben Fachkräfte hier. Wir haben Fachkräfte, die aus der Ukraine gekommen sind, hier. Und wir wollen, dass sie Teil dieser Gesellschaft werden, dass sie Teilhabe hier in dieser Gesellschaft haben und uns weiterbringen mit ihren Kenntnissen, mit allem, was es dazu gibt. Im Moment sind es noch einige Hunderttausend. Aber auch wenn das 1 Million werden, ist es der bessere Weg, Menschen hier eine Perspektive zu geben. Es ist der bessere Weg, Menschen in die Gesellschaft zu integrieren, sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und wir werden davon profitieren. Das ist die Logik, die Sie nicht verstanden haben. Und deswegen fangen Sie immer wieder an, hier das Pferd von hinten aufzuzäumen. Dankeschön. Herr Kleinwächter, wollen Sie reagieren? Selbstverständlich gerne. Werter Herr Audretsch, das ehrt Sie ja. Aber es gibt ja eine gewisse Dissonanz, wenn Sie sagen, Sie möchten beispielsweise ukrainische Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integrieren und das Erste, was Sie tun, ist, ihn in Sozialgesetzbuch 2 zu integrieren. In Sozialleistungsbezug zu integrieren. Und wissen Sie, wir haben ja erst gestern darüber debattiert, in einer doch umfangreichen Debatte. Gerrit Huy hat für unsere Fraktion hier gesprochen. Und da muss man auch ganz offen darstellen, das ist doch eine Häufung, die passiert. Also gestern wurde diese SGB-II-Integration debattiert. Heute geht es um die Sanktionen. Es gibt auch eine Aussetzung der Vermögensprüfung. Das bedeutet ganz praktisch ausgedrückt, dass jeder, auch wenn er Vermögen hat, es sei denn, es ist so groß, dass es jedem sofort auffällt, dann ist es ja nicht unbedingt möglich, dass jeder, der Vermögen hat sogar, in unsere Sozialsysteme kommen kann. Das sind offene Türen für alle. Und ich sage Ihnen ganz offen, das haben unsere deutschen Steuerzahler nicht verdient. Das haben unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht verdient, die jeden Tag zur Arbeit gehen und die das an Steuern abgezogen bekommen. Jeden Monat mehr. Jetzt will sogar die GEZ noch erhöhen wegen Inflation. Da bleibt nichts mehr übrig. Und deswegen haben wir eine Verantwortung unseren Arbeitnehmern gegenüber an allererster Stelle, denn die erwirtschaften das alles. Dann haben wir eine Verantwortung gegenüber unseren Mitbürgern, die bedürftig sind. Und dann haben wir eine humanitäre Verantwortung den wirklichen Flüchtlingen gegenüber. Und gerne, Herr Audrich, setzen wir uns darüber zusammen, wie wir die optimal in den Arbeitsmarkt aufnehmen können, während sie Flüchtlinge sind auf der Flucht vor diesem grauenhaften Krieg. Herzlichen Dank.